Moin Leute und willkommen zurück in New World Eternum. So, wir waren ja hier das letzte Mal ein bisschen Nebenquest, da waren wir hier schon unterwegs. Und dann waren wir hier auf dem Friedhof. Und jetzt können wir hier noch eine Nebenquest abgeben. Die gibt uns, glaube ich, nochmal eine neue, aber in Edithi da gehen wir nicht ran. Das ist Rodericks Schild. Ja. Sonst gab es keine Spur von ihm? Nee. Dann kann ich immerhin hoffen, dass er die Wacht hinter sich ließ und irgendwo neu angefangen hat. Ja. Es gibt noch eine letzte Sache. So, die brechen wir jetzt ab. Und dann quatschen wir jetzt mal noch mit Herrn Galahad. Wenn der Wolf gleich kaputt ist. So, okay, der hat Rückruf. Ist es vollbracht? Die tragische Geschichte des einst mutigen Bruders Umberto nimmt schließlich ihr Ende. Ich danke dir dafür, dass du mir dabei geholfen hast, Wiedergutmachung zu leisten. Wir werden nie wissen, ob ich diese Gräuel hätte verhindern können. Es bringt nichts, dir Vorwürfe zu machen. Dies sind freundliche Worte. Es stimmt, wir müssen immer nach vorn sehen, da wir gerade davon sprechen. Du und Jonas wollt also den Fluch in Kaer-Dûn beseitigen und den Ort für die Seelenwächter einnehmen. Das klingt angemessen. Natürlich wollen wir das. Ich muss mich entschuldigen. Mein Urteil über die Wächter war unangebracht. Während des purpurnen Wahnsinns und jetzt erst recht. Du hast die Ehrbarkeit und Stärke des Ordens bewiesen. Nun, da die Verderbten wieder da sind, ehre ich deinen Mut, indem ich selbst kämpfe. Was hast du vor? Ich kehre zurück nach Calvary und werde auf andere Weise am Wiederaufbau von Lichtholz mitwirken. Vielleicht zeigt Pennyfather mittlerweile etwas Rückgrat. So oder so, ich finde einen Weg zu dienen. Warum hilfst du nicht beim Kampf, Ich bin nicht sicher, ob ich mich der purpurnen Bedrohung noch einmal stellen kann. Die Sache mit Umberto hat mir gezeigt, wie alt ich bin. Ich muss über dein Angebot nachdenken. Dann werde ich mich mit dir vielleicht in Kaer-Dûn anschließen. Der Fluch von Kaer-Dûn. Okay, das müsste ja dann die Seelenprüfung sein. Weil da kriegen wir nämlich eine Angel und den neuen Azoth-Stab. So, dann machen wir jetzt erstmal hier die Nebenquest noch. Müssen wir hier vorne auch schon rein? Müssen hier vorne rechts auch schon rein? Und nochmal zurück. Der Bäret, kommen Sie zurück. Wir müssen hier vorne, müssen wir auch was tun. Müssen wir was sammeln. Ja, vielleicht zählen die auch eh alle zusammen. Irgendwie Truhen müssen wir hier looten. Ich glaube, das hätte man in der anderen Höhle auch machen können. So, nicht die erste Truhe. Nice. Unverdorbene Teeblätter. So, dann jumpen wir da runter. Gibt's ja hier nochmal. War wahrscheinlich. Oh, ich glaube, ich hänge fest. Nee, doch nicht. Gegner? So, geh doch da. Du wirst beschossen. Von oben. Du wirst immer noch beschossen. Da war schon mal ein Level Up auf dem Beil. Nice. So. Genau, und was mit Schaden? So. Wo soll man jetzt hin? Jetzt sind wir da hinten und. Ach, da vorne, genau. Achso, und das andere ist ja diese ganz Bekloppte. Da, wo wir da. Ich glaube, die. Wie ritt? Hier hinten, andere Richtung. Die Gaben der Erde, da müssen wir ja glaube nämlich dann den Boss beim Azoth-Baum töten. So.
gleich hier jetzt rausreiten. Guten Tag, Herr Schamane. So. Sammle Saft und Huckersaft. Ich glaube, das ist jetzt das mit diesem Frischholz abbauen. Dann machen wir das doch. Beute von jungen Bäumen. So, da habe ich schon mal rein. Oh, jetzt ist auch noch Glück, ob du was bekommst oder nicht, oder was? Der ist hier wieder gespawnt. Ne, das ist der kaputte. Vor allem jetzt rennen hier so viele rum und wollen hier Bäume abbauen. Das ist ja auch doof. Muss man auch erstmal finden. So, der Inne rennt hier immer vor meiner Nase rum und baut die ganzen Bäume ab. Baut auch immer einfach Bäume ab. Ich konnte schon einen Baum abbauen, habe aber nichts bekommen. Zweiten Baum abgebaut, habe nichts bekommen. Und schießen der hier. Hier noch mehr Bäume und vor. Hier ist noch ein Baum. War noch kein Dings bekommen. Das hat geklappt. Junge, wo Frischholzbaum? Das ist ja. Dann hätten sie ja hier auch ein paar mehr Bäume hinstellen können. Also wenn du da 8 Wochen später spielst, dann ist das, glaube ich, angenehmer. Gibt's noch Silber? So, ich bin wieder da. Hier wieder gespawnt. Nö. Jetzt muss sie ja 8 Stunden rumrennen, um so eine Kackbäume hier zu kriegen, oder was? Die denn das noch nicht mal droppen. So, jetzt der dritte Baum. Immer noch nichts bekommen. Bekommen nur Frischholz. Würde fast sagen, dann machen wir, gehen wir erstmal zu 3. Kommen auf den Rückweg wieder hierher. Ich glaube, das ist einfacher. Vielleicht kann man hier außen auch Bäume. Kaputt machen. So, jetzt haben wir hier ohne. Erste Ohne haben wir. Die erste Ohne haben wir. So, die Ohnen haben wir alle. Da. Nur noch einen töten hier, ne? Nice.
das jetzt sogar durch die Quest. Aber der... Ach, das ist der, der da hinten jetzt steht. Okay. So, die Gaben der Erde ist bei dir auch durch, oder? Mal kurz gucken, ob das hier zählt, wenn wir jetzt hier außen. Ich baue jetzt hier mal einen jungen Baum. Mal gucken, ob das zählt. Ich glaube nicht. Wir müssen mal wieder in diese Kackhöhle rein. So. Auf in die Höhle. Das ist ja ein Blödsinn hier. Ab hier vorne triggert er erst. Oh, wow. Immer noch nichts gekommen. Ah, hier ist eine Birne. Die hatte ich noch nicht. So. Wir rennen jetzt hier einmal durch und gucken dann mal, wenn wir... Hier ist nochmal ein, teste du den mal. Weil dann lassen wir die jetzt lieber und machen dann die anderen Quests weiter. Machen die dann vielleicht später irgendwann mal. Hier ist ja von den 5 Bäumen, da ist jetzt noch der große Baum, den teste ich mal. Aber wenn da nicht mal bei den Bäumen was droppt, was du brauchst, jetzt habe ich einen saftigen. Wow. Beim 5. oder 6. Baum. Also, jetzt muss man die eine Quest auf jeden Fall nochmal machen. Der will auf mich schießen. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, wie laufen hier, ja? So. Das haben wir, also wenn das nicht losgeht mit dem, dass alle leveln müssen, dann geht das ja, wenn du da alleine oder zu zweit in der Höhle bist. Der sind die Leute da nur wegen dem Rotholzbäumen. Und du machst in Ruhe. Du machst in Ruhe hier deine Frischholzdinger, dann passt das ja auch. Du kriegst das relativ fix durch, aber so. Also ich weiß gar nicht, gibt der uns jetzt auch nochmal eine Quest? Nee. Jetzt habe ich den auch abgebrochen, habe ich mir gar nicht angehört. So, jetzt sollen wir doch nach Kerdun. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen Gastrückruf. Und dann porte ich da mal hoch. Und dann jumpen wir da mal in die Seelenprüfung rein. So. Gucken wir einmal kurz an diese Lagerstätte. Ich glaube, hier können wir noch ein bisschen was kaputt machen. Ja. Und 400er Feuerstab hat der Edelei gedroppt. So. Können wir noch mal was lernen? Na klar. Wir sind so musikalisch. Was ist das? Kaputter Windspielpfahl? Was ist das? Aha. So, hier haben wir noch ein paar Klamotten zum kaputt machen. Schmeißen wir das mal alles noch ins Lager. Klick, klick, klick. Oder drei Tierfutter. Das ganze Holz.
Der erste Schrank ist tatsächlich voll. Das ist ja toll. So, dann gehen wir jetzt mal hier drüben. Dann gucken wir mal. In der Meinung, dass wir dort dann jetzt die Seelenprüfung haben. Die war ja in der Beta ganz angenehm eigentlich. Ging relativ gut durchzuspielen, trotz 5 Level drunter. Jetzt sind wir ja 2 Level sogar drüber. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht mehr so einfach. So, und was wollte ich gerade noch gucken? Achso, ich wollte die Nebenquest einmal abheften. So. Maffei haben wir auch noch so eine komische Nebenquest. Dann gucken wir mal, ob das jetzt wirklich die Seele ist. Zuerst zu Jonas. Hallo Jonas. Willkommen zurück. Hätte ich gewusst, wie schwierig die Festungsübernahme sein würde, hätte ich nochmal überlegt. Aber offenbar haben Umbertos Taten den Fluch nach sich gezogen. Und irgendwie war er der Letzte des Ordens? Er hat versucht, ein Herzjuwel anzufertigen. Anscheinend litt seine Seele Qualen. Vielleicht hat ihn das zu den schlechten Entscheidungen geführt. Irgendwann macht diese Insel uns alle zum Narren. Aber komm, sprich mit der jungen Dame. Sie hat allerlei Vorbereitungen getroffen. Hat sie, ja? Hat sie. Die junge Dame, Sun Fushun. Du kommst gerade rechtzeitig, um Jonas daran zu hindern, noch eine deiner Heldentaten zu erzählen. Nicht, dass sie mir nicht gefallen, aber ich möchte lieber versuchen, diesen Fluch zu bannen. Sofern du das Herzjuwel hast, bist du bereit? Ja, sag mir einfach, was ich tun muss. Denk daran, dass es sich hier um keine exakte Wissenschaft handelt. Aber die schlimmsten Gräueltaten hat die Wacht in der Krypta verübt. Ich habe den Eingang mit reinem Azotwasser geweiht und die Siegel platziert. Was ist mit dem Herzjuwel? Bringe Umbertos Herzjuwel in die Krypta und vernichte es dort. Sollte es tatsächlich einen Teil der Seele beschützen, könntest du auf Gegenwehr stoßen. Aber er muss sich für seine Verbrechen verantworten. Gut, dann ist das wirklich die Seelenwächterprüfung. Schauen wir da mal rein. So, Zettel. War denn schon? So. Tritt die Krypta, um das Herzjuwel zu zerstören. Und dann kriegen wir da eine Angel. Eine geile Angel kriegen wir da. Und rein da. So, platziere das Herzjuwel auf dem Altar und zerstöre es. Platzieren. Herzjuwel zertrümmern. Kaputt. Meine Seele wird nicht so leicht bezwungen. Oh oh, Umbertos Geist. Huch. Wo will er dann hin? Der geht ja echt easy, ja. Der macht doch nicht mal diesen Elektro-Schweif. Wo wir da nochmal draufhämmern müssen auf das Herzjuwel. So. Den Fluch brechen, das sollen wir jetzt nicht vergessen. Zerstöre das letzte Siegel des Herzjuwels und befreie die Seele von Umberto. Und Bruder Umberto. Das tut er. Ich bin. Kehre mit den Neuigkeiten über Umbertos Ende an die Oberfläche zurück. Nice, nice, nice.
So. Video. Fluch aufgehoben. Kerdun. Ach, das sind die blauen Dinger da unten immer, ne? Die zwar jetzt immer noch da sind. Jetzt. Aha, aha. War jetzt nicht so ein geiles Video, aber okay. Jetzt haben sich auch endlich hier alle reingetraut. Krass. Ist doch bestimmt gleich Klopperei. Da, Jerry rennt doch schon hin. So, Tuck hat jetzt Schaden bekommen. Tuck hat aber auch 3 Level weniger. Tuck geht jetzt rennen. Hat Medium, spielt Speer und Jerry kriegt aber kein. Hä, wie ist denn der da jetzt weggeportet? So, jetzt kriegt Tuck aber nochmal auf die Fresse, weil Jerry nämlich nicht so viel Schaden kriegt. Oh doch, jetzt kriegt Jerry aber richtig. Ui, ui, ui. Jetzt rennen sie beide weg. Oh, da hat Tuck echt angetäuscht. Und Jerry ist down. Was ein Fight. Junge, Junge, Junge. Gut, okay. Dann würde ich aber sagen, sind wir hier jetzt erstmal wieder raus zu einer kleinen Pause. Dann, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.